Hallo, es ist Freitag und Wochenende. Hat der Freitag eigentlich so an sich, dass das Wochenende dann kommt? Okay, euer Dackmobil ist wieder unterwegs, diesmal in Richtung Niederlande. Am Lenkrad sitzt der Alfred und daneben als TomTom-Navigator die Betty. Wir wollen heute in den Niederlanden einen relativ neuen Stellplatz aufsuchen. Wir hoffen, dass er noch ein Plätzchen für uns frei hat. Und wir fahren jetzt einfach mal in die Richtung. Schauen wir mal. Bis gleich. Na, da steht's doch. Okay, ich mach mal aus, weil ich muss jetzt mal gucken, wie man da überhaupt drauf kommt. Da vorne steht ein Schild. So, wir sind drauf auf dem Camperplatz Schraftsche an einem Naturbadesee. Neuer Platz. Die Anmeldeprozedere war etwas aufwendig. Man musste eine Telefonnummer wählen, aber das zeigen wir euch morgen nochmal im Detail. Man kann den Platz aber auch buchen, wie wir gerade schon festgestellt haben. Wir gucken mal, wo wir ein idyllisches Plätzchen für uns finden. So wie es aussieht, ist am Wasser natürlich alles belegt. Aber wir schauen mal. Wie wir feststellen mussten, bietet der Platz wesentlich mehr und würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Wir haben euch extra ein separates Stellplatzvideo erstellt. Dort könnt ihr alles genau sehen. So, wir haben unser Plätzchen gefunden. Ein Naturbadesee, wo du auch Surfboards oder Subs leihen kannst. Heute Abend ist die Rezeption auch nicht mehr besetzt. Die Anmeldung kann morgen früh dann ab 9 Uhr erfolgen. Vorne ist ein Wohnwagen, wo man sich dann anmelden kann. Das schauen wir uns aber alles morgen früh an. Jetzt wird sich einfach nur gemütlich draußen hingesetzt und dann schauen wir mal. Scheint ein schöner, ruhiger Platz zu sein. Vorne sind Stromkisten mit einem Feuerlöscher. Ordnung muss sein. Hier scheinen auch schon mal irgendwelche Veranstaltungen zu sein, dass man hier entsprechend gemeinsam gemütlich zusammensitzen kann, was es zu essen oder zu trinken gibt. Auf jeden Fall mit schöner Beleuchtung an dem Zeltdach. Das ist, wenn man nach oben guckt, dann tritt man ins erstbeste Loch. Beachvolleyball, die Stangen, da liegt auch ein Netz. Und bei gutem Wetter bestimmt einiges los. Da liegen auch die ersten Subs. Und ich glaube, ich teste heute mal die Wassertemperatur nicht. Der Sand klebt immer so schön, wenn man nass ist. Es sind noch viele Plätze frei. Der Platz ist, glaube ich, erst ein gutes Jahr alt und noch nicht so alt und bekannt. Hier Camperpark Schatschfen oder so ähnlich, wird man morgen mal fragen, wie es richtig ausgesprochen ist, findet ihr bei Park for Night. Bei ProMobil ist er noch nicht gelistet. Werde ihn vielleicht dort mal anlegen. Und dann schauen wir mal, was unser Chefkoch noch Schönes zum Abendessen bereitet. Ja. Der Chef ist am Essen. Der Hiwi bekommt nichts. Also, und wenn ich jetzt gleich sage, hast du Hunger? Sagt er, nö, ich habe noch keinen Hunger, ist noch zu früh. Aber Beweis auf Band, er hat gerade gegessen. Mal gucken, was die Bordküche da so hergibt. Lecker noch schnell ein Brot gegessen und jetzt noch ein kleiner Abendspaziergang. Mal gucken, wo es da hinten hingeht. Wir stehen hier wirklich herrlich ruhig an diesem See. Schaut euch mal die Bilder an, wie toll der Himmel ist. Also ich bin ja wieder begeistert, weil ich dieses Farbenspiel der Wolken einfach liebe. Ne? Hier vorne
Da ist die Rezeption mit dem Sanitärgebäude und einer kleinen Spülküche. Das filme ich aber morgen. Wie gesagt, wir stehen hier. Moment, wo sind wir? Hier hinter dem... Da stehen wir. Die anderen Plätze hier hinten waren alle belegt. Aber das macht überhaupt nichts. Wir finden es da wirklich gut. So, jetzt habe ich den Strand hinter mir gelassen. Kann jetzt auch den anderen Zipfel des Sees sehen. Wunderschönes Licht mit den Spiegelungen der Wolken im Wasser. Also es ist echt toll. Da weißt du gar nicht, was Himmel und was Wasser ist. So, dann gucken wir mal. Hier geht es irgendwo auf einen Weg. Hier sind auch noch Stellplätze. Wie kommt man denn hier hin? Oh, das, hier sind ja alles noch Stellplätze. Jetzt weiß ich aber wirklich nicht, wie man hier hinkommt. Ob das ein alter Campingplatz mal war? Also ich, die sind alle für autark zu stehen, so wie es aussieht. Aber ich weiß auch gar nicht. Okay, Hunde an der Leine. Wie du hier hinkommen sollst. Vielleicht gibt es noch eine zweite Einfahrt. Oder das ist die Behelfswiese, weil da vorne ist noch eine Einfahrt, aber die ist verschlossen. Da ist eine Kette vor. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also befinden wir uns hier in den Overlonze Dünen von der Gemeinde Boxmeer. Und es riecht herrlich nach Wald. Ich glaube, ich komme jetzt an der Stelle hinter diesen kleinen Plätzen, wo ich nicht wusste, wie man hinkommt, diesen vermeintlichen Zeltplätzen. Mal, guckt euch die Bäume hier mal an. Das Geheimnis ist gelüftet. Hierbei handelt es sich um den Naturcampingplatz, den ihr auch über das Internet separat buchen könnt. Hier ist absolutes Autarkstehen angesagt. Ihr erhaltet einen Schlüssel, damit ihr rein und rausfahren könnt. Und schon ist die Sache erledigt. Da, ups, ist das Duckmobil links von diesem Zeltdach. Mal guckt mal, ist das nicht herrlich? Sollte das Video an dieser Stelle enden, hat das Schwein mich erwischt. Dann gibt's dort Bettibraten. Zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend. Ist ja genug dran an mir. Und wurde die Betty vom Wildschwein verputzt, wird das Video an dieser Stelle gestutzt. Und da sind wir wieder. Hier war früher wohl ein riesiger Parkplatz. Hat bestimmt mit dem Badesee zu tun. Von da bin ich jetzt gekommen. Also ich habe es geschafft. Ich bin einmal um den See gelaufen. Das ist der Eingangsbereich. Und das Passwort ist nicht Simsalabim oder Sesam öffne dich, sondern an diesem Tastaturgedöns wird der Code eingegeben, den ich euch natürlich nicht verrate. Hoffentlich habe ich mir den gemerkt. Und dann, ha, wie von Geisterhand, okay, so breit bin ich jetzt doch nicht, geht das Tor auf, das sich auch gleich wieder automatisch schließt. Ja, dir scheint es ja gut zu gehen. Blendend. Guck dir das an. Füße hoch, Blick aufs Wasser. Ja, aber zu saufen. Da ist ein Deckel drauf, da kann ich gar nicht trinken. Dir die Würstchen weggemampft. Oh, eine kleine Wurst für kleine Frauen. Das habe ich auch direkt zwei gegessen. Ja. Auf einem Bein kannst du nicht stehen. Ja. Dafür habe ich schon noch ein Paket. Versteckt. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja. Guck mal, da sind ganz viele Mücken auf dem Wasser. Ich sage mal, gute Nacht.
Buenas noches. Ich bin jetzt wieder auf der gegenüberliegenden Wiese von unserem Stellplatz und habe von hier einen wunderschönen Blick auf das ganze Gelände. Vom Gefühl her, glaube ich, bin ich hier ganz alleine. Ich habe bis jetzt noch niemanden gesehen. Das Wasser ist auch sehr klar und sauber, so wie wir das von dem ein oder anderen Naturbadesee hier in den Niederlanden, gerade auch in Limburg, kennen. Oh, hier gibt es überall Wanderwege. Hier ist ein Knotenpunkt für die Wanderwege und auch hier durch die Heide führt ein schöner Weg über den sandigen Boden. Ey, wie blöd muss man sein? Ich bin mal wieder in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe vorher extra geguckt, aber ich hätte hinten an dieser Liegewiese, wo ich dann ganz fasziniert war von dem Licht, mit dem Regen und so weiter, hätte ich geradeaus gehen müssen. Nein, ich bin ja abgebogen, weil ich gedacht habe, das wäre kürzer. Fazit ist aber, dass ich jetzt wieder kurz vorm Stellplatz bin. Also ich bin total falsch rumgelaufen. Und ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, noch ein bisschen Alfred zu ärgern oder noch mal um den halben See zu laufen und dann die andere Abzweigung zu nehmen. So, von den Wanderschuhen umgestiegen aufs Rad, weil ja so toller Sonnenschein war. Betonung liegt auf war. Irgendwie habe ich das Gefühl, ziehen wir gerade den Regen wieder an. So wie immer. Ja. Hinter uns ist es klar und hell und vor uns wird es grau. Drehen wir uns. Ist es aber genauso. Let up the Rempel. Ja, das hätten die in Dänemark am Zoo auch besser dran geschrieben. Ja, hätten sie am besten eine Zeichnung gemacht. Ja. Gucken, ob der Bauer was hat. Der Bauhaus? Bauer, nicht Bauhaus. Ja, ich guck gerade, das ist nämlich, ich meine Richtung 7, der Bauer war hier bei der 57. Ja, eben. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hinfahren, aber können wir auch. Ich wollte eigentlich nach Overlohn, dann fahren wir andersrum, dann fahren wir zu 57, ist eine gute Idee. Hier in der Nähe gibt es irgendwo mitten im Feld einen Bauer, der immer für ganz kleines Geld seine Überreste verkauft, die er auf dem Markt samstags nicht verkaufen konnte. Da haben wir für 10 Euro unsere 4 Packtaschen und die sind wirklich riesengroß vollgeknallt. Auf Wunsch eines einzelnen Herrn wurde ich gebeten, noch mal eine Gesangseinlage aus unserem ersten Video zu wiederholen. Ich verrate es nicht, aber ich glaube, derjenige weiß, wer es war. La 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 la. Sollte Alfred jetzt wieder einblenden, braucht er Gehörschutz? Klaue ich ihm das Mikro? Weißt du, was das Schöne ist? Ich kann jetzt zurückbleiben, hör das nicht und du nimmst trotzdem meine Stimme auf. La 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 la. Happy Weekend, Thomas! Da habe ich fast gedacht, dass heute noch was kommt. Jetzt habe ich auch nichts zum Grillen rausgenommen. Ganze Lutschen, ganze Eiswürstchen essen heute Abend. Und so viel leckeres Brot. 2 Scheiben und wenn ich platze, die esse ich dir weg. Oh, das ist Schwarzbrot, oder? Das habe ich dir heute Mittag schon weggegessen, ist auch leer. Wo wir stehen, gibt es nichts zu kaufen. Da gibt es kein Pizza-Taxi. Ich darf es noch nicht mal angeln. Nix. Von engen Schild bestellen. Ja, das sind alles tote Erdbeerpflanzen. Ja, was kaputt gemacht. Ja, und ihr habt bestimmt jetzt wieder Honig. Ha! Da ist Honig drin, aber den machst du nicht. Doch. Den habe ich trotzdem gemocht, auch wenn er flüssig ist. Das ist der beste Honig. Was kostet der? 4. Oh, ehrliche 4 Euro.
4 Euro. So. Stecken wir alles zur Seite. Ich mach Kiste zu. Bildchen. Du mit Bildchen. Da ist er. Kiste zu. Bedankt. Hinter uns die Sonne, vor uns der Regen. Und wo fahren wir hin? Da, wo mal, dunkel ist. Da sitzt irgendwo im Feld. Da guck mal, da sitzt so einer im Feld, oder? Ja. Sieht doch aus wie ein Alien, oder? Ja, klar. Ach, weißt du was? Das ist ein Alien. Ja, das ist eine Alien-Scheuche. Na, das ist gar keine Scheuche. Weißt du, was das ist? Ein Wasserwerfer. Ja. Jetzt sind wir... Die Aliens werfen hier mit was? Jetzt sind wir da, wo wir immer sind. Das ist unsere Fähre, mit der wir sonst fahren, wenn wir bei Jupp sind. Aber das ist heute Abend das Musikgedöns. Das sieht echt aus, als wenn so ein Alien da im Feld sitzt. Ne? Das sieht aus, als wenn der Schlappohren hätte. Wenn er jetzt aufsteht und auf einmal 3 Meter groß ist, dann fahre ich voll Schreck mit dem Fahrrad um. Dass man da jetzt den Weg gesperrt hat. Ja, kann das sein, dass der Weg gesperrt ist, dass du da nicht durchkommst? Dank. Hi. Also heute Abend ist der Weg gesperrt. Ich höre besser auf, sonst lassen die mich noch als Sopran da. Hast du das gesehen? Die haben echt überlegt, ob die mich fragen sollen, ob ich nicht den Sopran singe heute Abend. Ich weiß nicht, was die sich überlegt haben. Die haben die Hände nach mir ausgestreckt. Du hast das verwechselt. Die haben ein paar Wege. Nein, nein. Sie ist es. Sie ist es. Die Stimme vom Hambacher Forst. Ja, ja. Oder so. Wir sind in Vierlingsbrück. Hier kannst du auch über die Maas mit der Fähre fahren, kostet für den Fußgänger mit dem Fahrer zusammen pro Person 1 Euro. Ich glaube, Fahrzeuge kosten 3. Es gibt aber auch Monatsabos und Jahreskarten. Würde sich für uns manchmal echt empfehlen, da wir hier in der Gegend sehr oft sind. Das Besondere an diesem Ort ist auch unter anderem, dass die Kirche hier auf der linken Seite umgebaut wird als Gemeindehaus. Vor uns wieder ein gemütliches Pietz-Café. Das findest du hier in der Gegend auch wirklich an jeder Ecke. Wer hier Fahrrad fährt und die Knotenpunkt-App benutzt, der braucht weder zu verhungern noch zu verdursten. Die Pietz-Cafés sind da alle eingetragen und man kann seine Route danach planen. Vom Frühstück, übers Mittagessen, über eine schöne Tasse Kaffee und Kuchen bis zum Abendessen seine Strecke zu planen. Das sind wieder meine Freunde. Da sind sie wieder. Genau. Ich komme mit leeren... Oh, guck mal, der da. Das ist das Goldhuhn. Guck mal. Oh ja. Wie, nein, ja, nein. Hier gibt's nein. Oh ja, ja, jetzt geht's aber los. Nee, du hattest schon. Oh, du kleines... Oh, guck mal, die Kleine. Nein, du kriegst nichts. Das Baby kriegt. Das Baby kriegt. Finger weg. Die Finger weg. Die haben keine Finger. Ja, Schnauze. Und die Braunen sind so süß, aber der ist so gefräßig. Ich bin aber der Putzelige. Der Putzelige. Guck mal, die lecken. Sind die süß? Schnucki hat auch was gekriegt. Ne? Kleine Schnucki hat jetzt auch was gekriegt. Dich nehme ich mit. Du passt in die Packtasche. Nehm mal mit. Das nehmen wir mit. Guck mal, wittelt schon drum. Ein Dachmobil, kein Ziegemobil. Ne? Das ist Clementine. Das ist Clementine. Das muss man demnächst umbenennen in Arsch und Ohr. Nein, ich will nur Clementinchen mitnehmen. Das ist Clementinchen hier. Das ist ein kleines Clementinchen, ne? Kleine Clementinchen. Ja. Ja, mein kleines Mädchen hier. Bist du ein Mädchen überhaupt? Guck mal. Ja. Oh. Wow. Du bist im Fernsehen, mein Freund. Mach noch mal. Komm, mach noch mal. Du bist im Fernsehen. Hm? Der dänische Hahn hat dich nicht verstanden und der holländische versteht dich schon. Meinst du, ein Deutscher hätte jetzt noch mal gegockelt? Aber oder hallo. Was?
Ja. Das ist ein Grenzgänger, der hat mich verstanden. Wir haben die Gemüseabfahrt gefunden. Korrektur? Der Bauer, der da sein Gemüse am Straßenrand verkauft, das war bei Knotenpunkt 39, also von Fehlingsbeek in Richtung Knotenpunkt 39. Wir merken uns, bei 37 gibt es den leckersten Honig und Richtung 39 gibt es Obst und Gemüse. Gurken, Zucchini und Salat. Dann gucken wir mal. Let up, 22. Juli, bis 16. kein Verkauf. Also aufgepasst, aha, vom 22. Juli bis 16. September ist kein Verkauf. Da ist er bestimmt mit dem Wohnmobil unterwegs. Alfred checkt schon die Lage. Oh, 50 Cent. 50 Cent. Zucchini, ne? Ja. Eigener Spitzkohl. 1 Euro. Ja, also wir, Alfred kauft schon ein. Wir könnten ja mal wieder das gefüllte Zucchini machen. Ja, darum kaufe ich dir auch. Ich gehe mal ein Stück zurück, damit ihr seht, wie bezahlt wird. Bup, bezahlt. Bedankt. Klar, und dann leben wir von Ackerzucht und Viehbau. Scheiße. Ja, ja. Ackerzucht und Viehbau. Ne, ist schon klar. Sure. Für dich müsstet eigentlich schon einen Duden geben. Ja. Bei den, Wort, Bettikon. Bei den Wortkreationen, die du an den Tag lest. Das ist Bettikon. Das ist ein Bettikon. Ja. Bettipedia und Bettikon. Da kommst du aber mit 12 Bänden nicht aus. Mir ist da gerade was aufgefallen. Was denn? Ich rede nur vom Trinken. Seitdem ich mit dir zusammen bin, hatte ich keine Infektionskrankheit. Ja, wer mich küsst, der ist immunisiert. Kann man gucken, ob noch kleine da liegen. Dann machen wir Quellmann. Quellmann mit Matjessalat. Das heißt Pellmann. Pellmann, nicht den Quellmann. Nee, die Quelle nicht. Ja, wenn ich die im Regen sammle, ist dann Quellmann. Dann quillst du, aber nicht die. Nicht grillen, quellen. Quellen, ich dick, Michelin-Männchen. Ja, ich sag ja, du quälst, aber die nicht. Ja, wenn ich die im Regen sammle, bin ich ein Quellmann. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die beim Fahrradfahren pausenlos reden können. Jetzt sind wir wieder. Entschuldige bitte, aber wieso wir? So, jetzt kommen wir nach Overlohn. Es fängt an zu regnen. Ich denke, was habe ich denn jetzt für Werbung im Video? Ich denke, seit wann kommt denn beim Aufnehmen Werbung? Ich stehe vor dem Packer. Ja, das ist schon mal, ne? Ich bin aber schon blöder, als dass es wehtun kann. Leicht also, verwirrend. Wehtun kann das gar nicht mehr. Das ist schon... Solange dann mir das wehtut, ich hier ich mal mach gucken. Mach mal aus. Jetzt nochmal zur Einfahrt zum Stellplatz. Wenn ihr die Straße runterkommt von der Autobahn, geht es hier hi, zwischen den Bäumen rechts rein. Liegt ziemlich versteckt, aber klein links da an dem Spiegel könnt ihr auch das Schild erkennen. Tor ist zu, Rezeption hat Feierabend, also heißt es jetzt wieder pinnen die Pin. Ich gehe mal pinnen. Ja, ich gehe doch pinnen. Pin the Pin. Mit S machst du das schon mal öfter. Tup, tup. Kennst du das mit S? Zack, zack. Dann heißt das nämlich Spinnen. Verfahr dich nicht. Du musst links. Mach keinen Quatsch.
Sonntagmorgen, blauer Himmel. Die Route ist geplant über die Fitzknopf-App. Es soll eine längere Route sein, die uns heute nach Overlohn führt, vorbei am Orlog-Museum, wo ihr mit dem Rad über die Fitzburg durchfahren könnt. Es öffnen sich automatisch die Türen. Ihr könnt oben über eine Brücke im Museum durchfahren und die Ausstattung betrachten. Ich habe den Fehler gemacht, Alfred heute das TomTom zu übergeben. Wir fahren jetzt in die Richtung der Knotenpunkte, großen Quatschkopf, die ich ihm eben gegeben habe. Vater reist, dann sie sind wieder da. Aber wir fahren nicht die Knotenpunkte, die wir eingegeben haben. Wir fahren Alfreds Fantasiegebilde. Er hat aber Glück gehabt, da vorne kommt der nächste Knotenpunkt. Ich hab doch gesagt, sie sind wieder da. Du bist wieder da. Ah. Und das ist das Tolle an der Knotenpunkt-App. Die kann man auch Alfred anvertrauen, weil die App einfach einem sagt, wenn man wieder on Tour ist. Da kann man... Oh boy. Erdbeeren kaufen. Meine Frau hat das gesehen. Erdbeerautomat. Das ist doch was für Betty. Erdbeerenbergerie. Wo ist denn der Automat liegt? Da ist der Automat. Es sind auch noch welche drin. Hi. Hi. Ja, aber das ist jetzt Güteklasse 2. Die sind nur was kleiner, aber ja, ansonsten sehen die genauso aus. Ja, genau, bestimmt genauso. 2 Euro. Meine Frau hat schon wieder Hunger. Jetzt müssen die Blaubeeren dran glauben. Die armen Blaubeeren. Echt eine schöne Landschaft. Stehen hier schöne Bauernhöfe so. Und das Schöne ist, die haben immer irgendwas Leckeres zu verkaufen. Guck mal, der hat eine Glocke links da oben auf dem Dach. Ein Kirchturmglöckchen. Der Klosterstraat. Fahren wir der Klosterstraat. Nach, ich weiß nicht wo, St. Antonius? Oder wie ist halt? Ah, ist auch nochmal ein Schild. Hier ist es so richtig ländlich, hier ist es schön. Hier ist vor allem richtig schön sonnig jetzt. Ja. Aber hier stehen wieder so richtig schöne Landhäuser. So mag ich das. Das ist schön, genau. Aber der Hexen... Oh, der Hexenbaum! Oh. Der Hexenbaum, weil, gucken, hier, wir suchen einen neuen Koch. Hey, wenn ich da koche, haben die keine Gäste mehr. Also hier gehen rechts und links immer wieder wunderschöne Wanderwege ab. Hi. Die ich aber nicht zeigen kann, weil heute sehr viele Familien mit kleinen Kindern unterwegs sind. Gerade auch in den Klabauterweg rein kam eine Familie raus, also Kamera aus.
mal. Ist das jetzt nicht eine tolle Landschaft? Wir sind wieder in Dänemark. Ja, das war gerade die Grenze. Ja, wir sind wieder in Dänemark. Ach, das ist besetzt. Schöne Bank. Ist auch direkt der Wind so. Ist auch der Wind wie in Dänemark. Ja, ist ein bisschen wärmer. Ja, das stimmt. Also ungefähr 10 Grad mehr. Ja, rechts und links gehen Wanderwege ab. Da komme ich jetzt gar nicht hin. Hier sind freilaufende Schafe. Sogenannte Wildschafe. Das ist ja gar kein Zaun zwischen. Die laufen ja wirklich frei hier rum. Mäh. Hat sich jeder sein Plätzchen gesucht. Die Erika fängt ja schon an zu blühen. Guck mal da hinten das Hexenhäuschen links. Ist das nicht schön? Also auf der Tour heute war die Landschaft so vielseitig und abwechslungsreich, das haben wir lange nicht mehr gehabt. Hallo, liebe Community. Wir waren dieses Wochenende ja in den Niederlanden, in der Nähe von Overloon, am, jetzt kommt es wieder, Kamperplatz, Tschatschen, müsst ihr lesen, kann ich nicht sprechen. Den Platz gibt es seit einem Jahr, an einem Naturbadesee gelegen, haben wir euch ja alles gezeigt. Fazit für uns, es war ein sehr ruhiges, ultra entspanntes Wochenende. Hier war es sowas von ruhig. Ich wollte morgens gar nicht aufstehen. Nee, hat sich echt geweigert. Ich wollte schon anfangen zu frühstücken. Da ist er dann endlich mal aufgestanden. Also hier werden wir mit Sicherheit wieder hinfahren. Der Platz hat uns super gefallen. Umgebung ebenfalls. Wir haben heute noch eine größere Radtour gemacht. Fantastisch. Ja, kann ich jedem nur empfehlen. Also die Landschaft auch drumherum ist sehr vielseitig von Laubwald, in Mischwald, Tannenwald, dann wieder Heide. Hier rundherum gibt es sehr viel, was mit Schafzucht zu tun hat. Wir sind dann auch nicht im Zoo gewesen, der sich allemal auch lohnt. Also auch immer noch auf dem Programm. Und wir kommen mit Sicherheit nochmal wieder. Vielleicht im Herbst, wenn auch die Bäume sich verfärben. Oder einfach auch zwischendurch, nur um ein bisschen zu schwimmen und zu paddeln. Macht's gut. Lasst euren Like da. Schaut mal in unsere Playlist. Wir haben noch viele Wochenendtrips rund um die Region Dreiländereck und auch schon mal ein bisschen weiter. Und auch unsere längeren Reisen findet ihr in unserer Playlist. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Was denn? Soll ich jetzt irgendwas zeigen oder sagen oder machen oder was? Du brötest doch schon die ganze Zeit. Hm. Ja, was denn? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, ich hab doch gesagt, mach da die Platzmarkierung. Ach so.